Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ging das neue Update von World War II online und wir schauen uns mal, was die Leute von Sledgehammer Games da alles so schönes gepatcht haben. Das Update, welches heute erschienen ist, ist das größte Update, das es jemals in der COD-Geschichte gegeben hat. Das heißt, heute hat COD nochmal Geschichte geschrieben. Dieses Video sollte eigentlich schon gestern, also am Montag, erscheinen. Problem war, dass ich beim Aufnehmen am Sonntag mein Fenster offen gelassen habe und ich wohne direkt an der Hauptstraße. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Auto vorbeigefahren ist, hat man das gehört. Weil mein Mikrofon anscheinend so übersensibel ist, dass wenn eine Fliege auf mein Mikrofon landen würde, es sogar aufnehmen würde. Ich war gestern bei GameStop, die hatten so eine Umtauschaktion, dass man seine alte PlayStation 4 mit drei irgendwelchen billigen Spielen einfach abgeben kann und sich dadurch eine PlayStation 4 Pro ertraden kann. Das heißt, ihr habt halt eine PS4 Pro bekommen. Und ja, nachdem jetzt COD endlich installiert ist und das Update auch runtergeladen ist, fangen wir auch mal mit dem Video an. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich gestern bei GameStop war, habe ich eine Sache gesehen und als ich die gesehen habe, wusste ich, ich muss die sofort kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen kleinen inneren Nerd in euch habt. Kennt ihr das? Ihr seht irgendwas und ihr wisst, okay, ich muss mir das kaufen, es geht nicht anders. Das, was ich da gerade sehe, das muss ich einfach haben. Und diesen Moment hatte ich gestern bei GameStop und zwar, ich hoffe, man sieht das, habe ich mir das hier geholt. Bei mir ist das auf jeden Fall so, alles, was mit Yu-Gi-Oh! Oder mit Pokémon so zu tun hat, wenn ich zum Beispiel die silberne Edition oder goldene Edition oder irgendwie sowas sehe, dann muss ich mir das kaufen. Ihr könnt mir ja mal auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Nerd-Momente habt, wo ihr mal manchmal so Sachen kauft, wo ihr euch selber denkt, Digga, ich bin 23 Jahre alt, warum kaufe ich das noch? So, aber jetzt weiter geht's zum Video. So, meine Freunde, wir sind jetzt auch schon direkt im Klasseneditor drinnen. Wir gehen mal direkt in die Divisionen rein. Wir fangen mal kategorisch an. Also wir fangen mit den Divisionen an, dann gehen wir mal zu Primär, Grundausbildung und Sekundär. Bei den Divisionen hat sich einiges geändert. Jede Division hat jetzt andere Fähigkeiten, beziehungsweise wurde sie nochmal ein bisschen überarbeitet. Manche Sachen wurden auch weggenommen oder zusammengefasst. Okay, beginnen wir auch mal direkt mit der Infanteriedivision. Also jede Division wird einmal überarbeitet von denen, sodass man jetzt andere Fähigkeiten hat pro Division und manche Fähigkeiten wurden auch rausgenommen. Schauen wir uns auch mal direkt die Infanteriedivision an. Wir haben hier natürlich den zusätzlichen Primäraufsatz, der ist geblieben. Neu wären zweiter Pistolenaufsatz und schnellerer Waffenwechsel. 3 wäre die reduzierte Waffenbewegung bei Verwendung der Zielvorrichtung. Ich weiß gar nicht, war das davor auch schon mit drin oder ist es auch neu? Und viertens ist schnelleres Bewegen beim Zielen. Wie ihr sehen könnt, ist das Bajonett verschwunden. Und das hat einen Grund, weil ihr könnt das jetzt als Waffenaufsatz wählen. Also ihr könnt jetzt Bajonett direkt als einen Waffenaufsatz und es ist nicht mehr in der Division gegeben. Das heißt, ihr habt jetzt dadurch natürlich eine Fähigkeit mehr hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zweiter Pistolenaufsatz und schnellerer Waffenwechsel ist die neue Fähigkeit, die dadurch reingekommen ist. Okay, kommen wir jetzt zur Luftlandedivision. Hier ist es das gleiche Prinzip. Hier haben sie den Schalldämpfer als Fähigkeit der Klasse rausgenommen und haben es dann durch was anderes nochmal ersetzt. Ihr könnt den Schalldämpfer jetzt als Aufsatz wählen bei der Luftlandedivision, also alle Submachine Guns da und alle Pistolen. Und hier haben wir dann, dass wir die Waffen beim Sprinten und Hechtsprung abfeuern können. Ich glaube, das ist neu. Nachladen beim Sprinten ist, glaube ich, auch neu. Schneller über Hindernisse klettern war schon, aber dass wir keinen Sturzschaden haben, ist neu. Und mit der Zeit schneller sprinten war, glaube ich, auch schon. Bei der Panzerdivision ist es fast so wie bei den anderen beiden Divisionen, die wir gerade hatten, auch schon so. Nur, dass das Zweibein schon direkt am MG mit dran ist. Also ihr müsst es nicht über Aufsätze wählen oder irgendwie durch eine Fähigkeit. Hier haben wir dann als ersten Punkt deutlich weniger Schaden durch Sprengladung und Feuer. Beim zweiten immun gegen Explosionsschock und taktische Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, ob das mit drin war. Erhöhte Patronendurchdringung durch Oberflächen, das ist Vollmantelgeschoss schon quasi inklusive drin. Stark reduzierte Trefferwirkung bei Beschuss, das wäre nochmal interessant, weil das bedeutet, wenn ihr quasi auf einen Gegner zielt und er auf euch schießt, verspringt normalerweise eure Waffe, weil ihr natürlich angeschossen werdet. Aber das ist jetzt reduziert, das heißt, ihr solltet immer noch ein bisschen besser zielen können auf den Gegner. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Bei der Gebirgedivision ist es fast so wie bei der Panzerdivision. Hier hatte man die Fähigkeit, wenn man die Luft angehalten hat, dass der Bildschirm irgendwie schwarz wurde und man hatte dadurch so einen leichten Auto-Aim-Effekt, dass man die Gegner besser auf Distanz snipen konnte. Das ist jetzt automatisch drin bei jeder Sniper, die man will. Das heißt, man muss nicht die Division wählen, damit man das hat, sondern man hat die jetzt auch, wenn man die Infanterie- oder Luftlandedivision mit der Sniper wählt. Hier ist die erste Fähigkeit unsichtbar für feindliche Aufklärung und kontrollierte Serien, also Abschussserien. Was Neues, Abschussorte von ausgeschalteten Feinden sind verborgen. Das heißt, wenn ihr einen Gegner killt, sehen die anderen Gegner nicht, dass da ein Teammate gestorben ist. Normalerweise ist das dieses Totenkopf-Symbol immer, dass man weiß, aha, da ist gerade ein Teammate gestorben. Kein Name oder Fadenkreuzänderung, wenn Feinde auf sie zielen. Das bedeutet, wenn ein Gegner auf euch zielt, habt ihr keinen roten Namen mehr über dem Kopf, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und ein leises Bewegen, was schon Standard war.
Kommen wir jetzt nun zur Expeditionsdivision. Also die Brandmunition sind bei jeder Shotgun schon, glaube ich, automatisch mit drinne, soweit ich es verstanden habe. Doppelte Primär- und taktische Ausrüstung und verbesserte Nutzung. Das heißt, ihr könnt die wahrscheinlich weiter werfen. Die zweite Fähigkeit ist, dass je mehr Gegner ihr killt, ihr nach einer Zeit irgendwie auch mehr Munition oder so bekommt. Weiß ich nicht, muss man mal spielen, um mal zu sehen, wie das sich auswirkt. Verbesserte Taktikgranaten und leichter zu zerstörende Bauobjekte. Ich denke mal, das hat was dann mit dem Kriegmodus zu tun. Und der vierte Punkt ist, dass der Ausrüstungsschaden Gegner auf der Minikarte anzeigt. Und ja, ist mir relativ egal. Und jetzt zur Widerstandsdivision. Also das Taktikmesser kann direkt über die Sekundärwaffen, also jede Pistole, ausgewählt werden. Das heißt, ihr müsst nicht mehr diese Division nehmen, damit ihr ein Taktikmesser wählen könnt. Hier haben wir weiterhin Minikartenanzeige und Störer von Feinden in der Nähe. Feindbewegungen sind leichter zu hören. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Schritte einfach von mehr Distanz zu hören sind oder ob die irgendwie lauter sind. Das muss man auch mal spielen und feststellen. Sowie Abschüsse und Assists geben Aufklärungspin von Ping von Feinden in der Nähe. Auch keine Ahnung, Digga. Auch keine Ahnung. Und der vierte Punkt ist, dass Ziele leichter zu entdecken sind und dass man eine erhöhte Abdeckung durch die Minikarte hat. Was damit gemeint ist, auch keine Ahnung, muss man spielen und mal gucken. Was jetzt auch komplett neu ist und auch klassenübergreifend, das ist der Sprint. Also der Sprint ist unbegrenzt, man kann durchgehend durchsprinten, nur ist die Sprintgeschwindigkeit irgendwie leicht runtergegangen, man hat sie irgendwie langsamer gemacht. Und was Neues, man hat direkt drei Aufsätze. Egal welche Klasse man nimmt, man kann direkt drei Aufsätze wählen. Wenn man die Infanteriedivision wählt, kann man vier Aufsätze wählen, weil die Fähigkeit der Infanteriedivision ist ein zusätzlicher Primäraufsatz. Und ich zeige euch jetzt auch mal die Aufsätze in der AR-Klasse. Und zwar gibt es hier zwei Neuerungen. Einmal das Bajonett und ein Granatwerfer. Da kommen schlimme MW2-Erinnerungen wieder hoch, aber ich habe gesehen, dass sie nicht so stark sein sollen. Deshalb, also es wird nicht so dramatisch werden, glaube ich. Genau das gleiche in der Luftlandedivision. Hier hat man natürlich den Schalldämpfer, den man wählen kann und der den Schaden natürlich drastisch runter macht. Also um die Hälfte fast bei der PPSCH. Ist schon heftig, ja? Okay, und jetzt bei der Expeditionsklasse. Hier habe ich sehr gute Neuigkeiten. Und zwar ist die Brandmunition als Aufsatz nun zu wählen. Das heißt also, es wird nicht automatisch mit dabei sein, was sehr cool ist, finde ich. Was auch neu ist, dass in jeder Klasse jetzt eine Primär- und eine Taktikgranate gewählt werden kann. Also wir können uns jetzt hier unsere Splittergranate oder unsere Haftbombe wählen und gleichzeitig aber auch irgendeine Stun-Granate oder irgendwie sowas, taktische Blendgranate. Auch neu ist, dass wenn man jetzt Werfer auswählen will, man sie direkt als zweite Waffe wählen kann, wie bei jedem anderen COD auch. Also man muss nicht mehr die Grundausbildung dafür wählen. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man mal die ganzen Killstreaks runterschießen möchte. Wer hat schon eine Klasse gemacht, wo er die als Grundausbildung hat, damit er irgendwelche Killstreaks downschießen kann? Okay, kommen wir jetzt nun zu der Grundausbildung. Hier gibt es zwei komplett neue, die man auswählen kann. Einmal ist es geheim, wo getötete Gegner Geheimdatenpakete fallen lassen, die Feinde in der Nähe enthüllen. Ich denke mal, ich weiß nicht, es ist wie bei MW3 dieses Mini-Radar, denke ich mal, was man hatte, wo man das aber selber platzieren musste. Und ich glaube, das ist jetzt hier, wenn man einen Gegner tötet und daneben steht noch einer, sieht man den auch auf der. Ich weiß es nicht. Muss man mal spielen, um das auszutesten. Und ein Aufklärungsping zu Beginn jedes neuen Lebens. Weiß ich auch nicht. Muss man mal spielen, um zu gucken, wie sich das auswirkt. Aber was halt auch neu ist, und ich glaube, dadurch, also das werden jetzt richtig viele Leute spielen, ist Blitzkrieg. Was macht Blitzkrieg? Ganz einfach, Serien werden durch Abschüsse verdient, also nicht mehr durch Flaggeneroberung oder durch Assist. Das heißt, wenn ihr auf der B-Flagge seid und ihr erobert die B-Flagge, kriegt ihr jetzt dadurch keine Punkte, die euch halt zu euren Killstreaks führen, sondern es sind wirklich Killstreaks. Das heißt, ihr müsst die Kills machen, damit ihr auch eure Killstreaks verdient. Plus als Bonus, die Serien wurden, also die Abschussserien wurden verbessert und ihr könnt noch eine vierte Abschussserie wählen. Ich zeige euch mal, wie sich das auswirkt. Hier sind wir jetzt bei den Punkteserien. Man kann schon sehen, hier ist noch ein vierter Slot frei. Hier steht auch vierter Serienplatz nur bei Verwendung der Grundausbildung Blitzkrieg verfügbar. Und so würde es dann aussehen. Also wenn ihr die Blitzkrieg-Grundausbildung gewählt habt, benötigt ihr vier Abschüsse für die Aufklärungsdrohne. Bei Herrschaft waren das, wenn man keine Flaggen etc. einnimmt, 10 Kills, die benötigt wurden, damit man eine scheiß fucking Drohne kriegt. Und als Bonus hält die nochmal 5 Sekunden länger an. Und das gibt es dann natürlich auf jeder Killstreak. Also bei den drei Abschüssen kriegt man einen Molotow-Cocktail. Das ist ein zusätzlicher Cocktail, den man werfen kann. Und jetzt den Rumpfkanzelschützen kriegt man bei 15 Abschüssen. Und hier hat man als Bonus, dass es ein langsamer, also er fliegt langsamer in der Luft und hat ein verbessertes Geschütz mit weniger Rückstoß. Finde ich ganz cool, weil so irgendwie macht doch Herrschaft irgendwie mehr Spaß, weil man hat keinen Bock, jedes Mal auf jede Flagge zu laufen.
und die einzunehmen, damit man irgendwann mal eine Drohne schafft. So kann ich 4 Kills machen und habe dann direkt meine Drohne und etc. Baut sich dann natürlich aufeinander auf. Finde ich viel besser, die Variante. Das waren jetzt alle Informationen zu dem neuen Klassensystem und alle Neuerungen und Änderungen. Es wurden natürlich auch Waffen schlechter gemacht bzw. verbessert. Das könnt ihr dann unten, habe ich es in die Videobeschreibung, den Link getan. Das könnt ihr dann da selber nachlesen. Ich denke mal, es ist jetzt einfach viel zu lang und viel zu aufwendig wäre, das alles auch nochmal zu erklären und auch nochmal zu zeigen. Außerdem ist das neue Map Pack heute erschienen und ich werde das gleich auf jeden Fall zocken. Das muss jetzt noch runterladen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal duschen gehen und dann sehen wir uns später hoffentlich zu einem zweiten Video wieder. Haut rein, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könntet irgendwie sehen, was so neu ist und was nicht. Wenn ihr natürlich Videowünsche habt oder irgendwas, was halt vielleicht thematisiert werden wollt oder was ihr erfahren wollt, gerne in die Kommentare schreiben, damit ich das nächste Video darüber machen kann. Sonst wird später noch ein Video folgen bei den neuen Maps. Haut rein, meine Freunde. Ciao.